Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen wild. Viele kennen das eigentlich schon. Ich habe es auch schon mehrfach selbst gehört, aber noch nie selber probiert. Und jetzt habe ich es gerade live gesehen. Und zwar das Spinnen hier am Yama mit dem ollen Eichhörnchen aller. Ist der absolute Hammer. Beim Spiro gerade eben noch gesehen, live auf Twitch. Ich verlinke den Kanal vom Spiro mal unten unterm Video. Wenn ihr Bock habt auf Spinning, der Jung, der macht das richtig gut. Spinning Main. Also, Spinning mit dem ollen Eichhörnchen hier am Yama. Es sieht immer so ein bisschen aus, als ob man irgendwie so nassen Socken so ein bisschen hier ins Wasser schmeißt und dann treibt das Ding da irgendwie so ein bisschen durch. Aber das Teil triggert und das testen wir jetzt gerade mal ein bisschen aus. Ich habe hier gerade schon in den späten Abendstunden angefangen mit dem Probieren. Es sind auch schon ein paar Viecher reingerasselt, die gar nicht so schlecht waren von der Größe und jetzt testen wir weiter. Vorfach fange ich an mit 15 Kilo Fluorocarbon. Eichhörnchen ist drauf, 4-0er Haken und dann gib ihm. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, denn die große Frage ist, wie führt man dieses Eichhörnchen, wie führt man diese Art Köder durchs Wasser, dass es triggert. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zack. Und ich habe jetzt zumindest in Abendstunden festgestellt, dass das Reinleiern rhythmisch, zack, 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 am besten Ergebnisse geliefert hat. Von daher teste ich jetzt damit weiter. Ich bin noch nicht so ganz durch damit. Das einfache Durchleiern hat auch funktioniert. Aber da waren auch immer mal wieder 3, 4 Würfe dabei in Folge, wo da nichts gebissen hat. Und da habe ich gedacht, nee, Alten, da muss es vielleicht doch noch was anderes geben. Entweder weiter werfen oder. Und ich war auch nicht mit den Geschwindigkeiten und sowas noch nicht so ganz sicher. Also auf dem Setup jetzt hier mit der dicken, fetten Wenga, also mit dieser großen Rolle, bin ich jetzt hier mit 40er Tempo und Shift unterwegs. Der Spiro war im Stream, ich glaube mit einer 6000er Rolle unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Und war da mit 30er Tempo, hat da hauptsächlich einfach nur durchgeleiert. War dann damit unterwegs. Also die große Frage ist, zack, und da, Alter, oha. Und da ballert ein Digger rein. Und die große Frage ist einfach, was ist die beste Führungsmethode für das Hörnchen? Denn die Brocken gehen ja rein. Und das ist halt das Geile, in einem fetten Gewicht. Ich bin hier mit 4-0er Haken. Und hier ballern aber auch die Brocken richtig gut rein. Komm mal ran hier, fetter Keter. Ja, 6, Keter. Schmeckt. Und weiter geht's. Also, Barfu hat er gesagt. Beziehungsweise nicht Barfu, den Keter hat er gesagt. Habe ich gesagt, oh, aller schön hier mit Keter. Hm. Dann hat er gesagt, die Regenbogenforellen hatten wir jetzt auch gerade. Habe ich, ja, Regenbogenforelle. Ja, triggert mich aber auch noch nicht so ganz. War auch noch nicht ausschlaggebend, dass ich jetzt gesagt habe, komm, ich teste das mal. Dann hat er Dollies gefangen. Habe ich auch schon gerade gefangen. Schöne, feiste Dollies. Hab ich, ja, geht auch. Aber dann beim Lennox allen, da hat er mich dann gehabt. Lennox fehlt mir noch als Trophy. Und wenn ich hier jetzt die Chance habe, mit einem übertrieben großen Köder, übertrieben große Lennox zu fangen, Alter, da bin ich doch direkt dabei, Alter. Habe ich aber auch richtig Bock drauf gerade. Auch wenn jetzt hier noch ein paar schöne Keters reingehen, ist alles nicht so wild, finde ich gerade nicht so schlimm. Wenn da auch mal ein fetter Lennox gleich dabei ist, dann schmeckt's richtig. Von daher ziehe ich hier weiter durch, also 40er Tempo. Mit Shift und immer so ruckeln und ein bisschen treiben lassen. Bisher sieht das ganz gut aus. Vielleicht mache ich auch ein bisschen länger ziehen und länger treiben lassen. Ich teste mal langsamer. Ich werfe auch mal ein bisschen weiter wieder aus. So, nicht volles Met, sonst lande ich da drüben. So. So vielleicht.
Bisschen langsamer, bisschen länger treiben lassen. Na, wobei, nee, gerade habe ich relativ schnell durchgeballert. So habe ich es eigentlich noch nicht durchgeballert, so langsam. Nee, eigentlich hatte ich jetzt zuletzt mal so, zack, zack, zack. Kurze Ruckler. Ja, das ist halt jetzt der Punkt, ne? Wie führt man das? Es gibt halt keine klassische Führungsmethode. Es kommt keine Meldung hier unten. Es kommt einfach nichts. Ja, Montage komplett kommt. Dankeschön. Aber sonst kommt da eben nichts. Noch nicht mal schnelles Einkurbeln oder sowas. Das ist halt echt ein bisschen tricky, da irgendwas zu finden, was vielleicht auch das Richtige ist dann für Lennox. Vielleicht stehen die eher auf ein bisschen schneller. Das ist halt jetzt die große Frage. Wir können ja gemeinsam testen, wenn du da irgendwelche Ergebnisse schon hast oder kennst. Vielleicht standst du ja auch hier schon mit dem ollen Eichhörnchen. Wie gesagt, gehört habe ich das schon ganz oft. Und ich habe mir bloß immer gedacht, Alter, ich hau mich doch hier nicht hin mit dem Eichhörnchen. Die Dinger sind ja schweineteuer zum einen. Die gibt es ja nur in der Tunguska, an der Tunguska, an diesem zweiten Shop, an diesem Tunguska-Shop. Und dann sind sie, wie gesagt, einmal teuer. Ich glaube, irgendwie über 100 Silber. Und dann ist der Verschleiß auch noch relativ hoch, ne? Und deswegen hatte ich gedacht, nee, Alter, scheiß doch aufs Eichhörnchen, ey. Ich zieh doch hier andere Kühler einfach durch. Vielleicht lübt der Lachs dann auch. Tja. Aber jetzt, wie gesagt, wo ich das vorhin gesehen habe, er hat da echt gut rausgezogen, ne? Muss man ihm mal lassen, Alter. Und vor allem die Lennox, Alter, da bin ich aber jetzt gierig geworden. Vielleicht ballert mir ja nochmal ein schöner Lennox hier rein. Das wäre der Hammer. Absoluter Hammer. So, komm ran hier, Alten. Ja, wie gesagt, die große Frage ist, wie ist die Führung am besten? Wie führt man die am besten? Da war er schon, der Lennox, 2 Kilo. Was man schön sieht, die Fische fressen das Ding, packen das Ding und ziehen sofort runter. Das heißt, man erkennt auch sofort, wenn die olle Socke da hinten nicht mehr auf dem Wasser schwimmt. Zack, es schießt sofort runter. Siehst du, dieses schnelle, kurze Intervall, ne? Gegen die Strömung klappt irgendwie mit am besten. Das ist hier der Knackpunkt, maybe. Zumindest bei mir jetzt hier gerade mit dem Setup. Ich bin auch so ein bisschen fies davor, dann noch feiner reinzugehen. Vielleicht noch ein 12er Vorfach. Soll ich mir nochmal... Ich meine, sowas wie einen König war bisher noch nicht drauf. Soll ich nochmal testen, Alter? Weißt du was? Ich teste. Komm. Attacke Vollgas. Wir gehen nochmal feiner rein. 12 Kilo Vorfach. Wie viel Schnur habe ich drauf? 300 Meter. Kriege ich noch ein bisschen was Feineres drauf. Also ein paar Meter mehr. Ja, ich nehme einfach hier die 15er, 350, ja gut, so viel habe ich dann, aber egal, 15er reicht ja auch. Und dann nehmen wir hier jetzt 12 Kilo Vorfach. 12 Kilo, ich nehme ein etwas kürzeres, hier nicht so 60 cm, 25 lang mir. Und jetzt gib ihm. Zack, raus damit, Bremse runter. Und jetzt gib ihm. Quasi. Komm, Alter, gar keine Scheuchwirkung mehr. Oder ich mach mal schneller auf 50, komm. 50 und ganz ruckartig so durchziehen. Das ist einfach der Punkt, ne? Das ist einfach der Punkt, ne? Also wenn man da eine Möglichkeit hat oder wenn man das schon weiß, wie gesagt, wie man das am besten durchleiert, ich glaube, dann hast du schon gewonnen, ey. Nächstes Dingen. Wie die Blinker. Schnell durchziehen, abwarten. Bam! Okay, ballert was rein. Schön. Okay, das werde ich gleich nochmal weiter testen. Gucken, wie hoch wir die Bremse ziehen können. So, jetzt hoffe ich natürlich auf ein bisschen was anderes als nur Ketas. Ich meine, Keta ist ja ganz nett, aber wir wollen ja auch mal ein bisschen was Netteres. Zap, ziehen, 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 ziehen. Pause machen, treiben lassen. Ziehen, treiben lassen.
Pah, ey. Das wär's. Komm, einen ziehen wir noch und dann gucken wir mal kurz in den Kescher. So. Ja, Lennox, Kamtschatka, Regenbogenforelle, Silberlachs. Richtig, die hatte ich gerade noch vergessen. Wieder Lennox vorhin. Kleinere Lennox, dicke, fette Dolly, 6,5, Silberlachs. Ja, eigentlich lübt der Lachs. Eigentlich lübt der Lachs, wenn man wüsste, was den Fischen am besten schmeckt. Welche Führung ist am oder triggert am meisten? Komm, ich geh mal runter auf 20 hier. Oder hier auf 30. Hat er auf 30 gemacht? Komm, ich mach mal ein bisschen langsamer. 20 war sonst auch immer the shit. Es wiggelt sogar hier unten gerade. Man sieht es unten an der Action Bar. Ein bisschen Action ist dran zu sehen. Einfach mal jetzt schön durchleiern und gucken, was passiert. Ey. Ach ja. Ja, aber es ist geil. Ich finde es mega geil. Einfach auch mal sowas Wildes zu testen. Völlig, ja, ich sag mal, Köder, wo man eigentlich gar nicht dran denkt. Out of the box, also ganz was anderes mal machen. Mega gut, ey. Mega gut. Und wenn man dann auch noch gute Ergebnisse hat, umso besser. So, jetzt leiere ich nochmal durch. Gerade war ja jetzt nichts. Das heißt, jetzt kurbeln wir ein bisschen. Jetzt machen wir Pause. Und dann beim nächsten Mal machen wir wieder kurbeln. Und danach schneller kurbeln. Solche Spielereien. Das alles jetzt testen. Wie gesagt, ich würde sagen, probiert es aus, ihr Lümmels. Testet auch einfach mal mit. Ich hatte gerade schon im Ingame-Chat gesehen, da waren schon einige fleißig und haben direkt rumprobiert. Oh, jetzt fängt gerade Regen an. Haben rumprobiert. Heißt also einfach auch weiter mit ja, teilen das Ganze, rumprobieren, testen und gerne auch hier unter das Video schreiben, welche Kurbelmethode für euch die beste war, aber auch gerne mit dazu schreiben, ungefähr welche Rolle ihr verwendet habt, damit man weiß, wie schnell ihr dann auch eingekurbelt habt, ob das jetzt eine 6000er war oder eine 10000er Spule oder. Ja, einfach mal austauschen untereinander. Würde mich freuen. Ich werde das auf jeden Fall auch noch weiter testen. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Den Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.